Leute, jetzt keine Fragen bitte, Schnauze halten, nein, kleiner exklusiver Content für die Leute, die jetzt gerade da sind. Ich werde das nachher noch hochladen für alle, die jetzt gerade nicht dabei sein können. Um was geht es? Es geht um den Vergleich 2013 zu 2017 zu 2021 in der Korrektur, in der wir uns jetzt gerade befinden. Sind wir in einer Korrektur oder sind wir in einem Bärenmarkt? Zweiteres, dazu werde ich wahrscheinlich noch ein separates Video machen. Es geht jetzt gerade um die Korrektur, in der wir uns jetzt aktuell befinden. In dem kleinen Flash Crash hier, wo uns immer wie immerhin an einem Tag und 20% auf die Backen gekriegt haben. Was wir ja hier schon irgendwo gesagt haben, dass uns das passieren kann. Na? Und dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich switche immer mal wieder rüber zwischen 2013, 2017 und werde euch dann da sagen, was passiert ist und was uns jetzt auch möglicherweise erwartet. Der Bullrun von 2013. Dort haben wir im September eine Korrektur gekriegt. Und zwar doch einfach mal zwei Korrekturen. Es ging ungefähr so. Korrektur, hoch, tiefere Korrektur. Das gleiche ist 2017 passiert. Korrektur. Ich glaube, wir sind relativ lange seitwärts gelaufen und dann nochmal so etwas. Das kann uns jetzt in diesem September auch passieren. Wie wir alle wissen, der September ist kein bullischer Monat für Bitcoin. Wir haben 2013 den September geschlossen mit einem Minus von 7% und 2017 haben wir den September geschlossen mit einem Minus von 11,5%. Was bedeutet würde, das wäre ein Durchschnitt von 9%. Das hier war der höchste Punkt im September. Von mir aus können wir auch den 1. September nehmen. Dieser ist hier. Wenn wir ein durchschnittliches Minus haben von 9%, dann landen wir hier bei 44.000. Das ist der Durchschnitt. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Es geht darum, dass wir uns jetzt hier in einer Korrektur befinden und diese Korrektur möglicherweise noch nicht vorbei ist. Diese Korrektur ist erst vorbei, wenn wir diese gelbe Linie nach oben hin überspringen. 2013, damit fange ich jetzt an. War es so, dass wir in 5 Tagen eine Korrektur gekriegt haben? In 5 Tagen um 20%. Das war heftig. Diesmal haben wir diese Korrektur an einem Tag gehabt. Trotzdem haben wir uns 7 Tage nicht von der Stelle bewegt. In 7 Tagen haben wir trotzdem korrigiert, in 6 Tagen, um 18,5%. Danach gab es 2013 ein weiteres Plus von 20% vom Tief und das alles in 6 Tagen. Das heißt, das würde uns genau, das ist natürlich pervers, wie ich immer sage, ne? In 6 Tagen 20%. Das würde uns genau an diese gelbe Linie treffen. Das ist reiner Zufall. Dafür kann ich nichts. Das habe ich auch vorher nicht angelegt. Aber das ist natürlich lustig. Ich sage ja, dass wir diese gelbe Linie sehr, sehr wahrscheinlich beim ersten Mal nicht überspringen werden. So. Das, was wir hier gemacht haben in 2013, das war nichts anderes. Wir konnten ein Fibonacci anlegen. Und wir haben es nicht geschafft, 2013 über das 0786er zu schließen. Hier. Wir haben es nicht geschafft, hier drüber zu schließen. Wir hatten einen Spike drüber, aber wir haben es nicht geschafft und sind von hier fully rejected worden und haben so etwas gemacht. Nee, das war, glaube ich, sogar so etwas. Ne? Deswegen sage ich auch jetzt gerade aktuell, es kann durchaus sein, dass das jetzt gerade nicht, dass wir jetzt gerade nicht einfach durchschießen nach oben und die 70.000 wiedersehen, sondern dass wir für September noch etwas erwarten könnten, was eher vielleicht so aussieht. Ne? Muss das passieren? Nein. Aber wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Ne? So. Dieser Aufwärtstrend, die ging damals bis zum 13. September. Wir haben jetzt bereits den 16. September. Das heißt nie, dass das alles zum gleichen Zeitpunkt passiert. Aber nichtsdestotrotz, ne, sollten wir auch gewisse Daten auf dem Schirm haben. Ab diesem 13. September
haben wir ein erneutes Minus gehabt von minus 25%, 25% in 3 Wochen. Das heißt, in diesem Fall bei uns wäre es so, wenn wir es bis hierhin schaffen, und ich sage ja, so zwischen 49 und 50,5 rechne ich ungefähr mit dieser Korrektur. Wenn wir eine ähnliche Korrektur hätten, und ich lege jetzt einfach mal hier die 50.000 zugrunde, wir machen 25% Minus von hier und das in 21 Tagen, dann würden wir ungefähr hier landen. Ne? Wir müssen jederzeit mit so etwas rechnen. Natürlich können wir auch von hier einfach durchschießen, weil wir hier eine sehr, sehr lange Korrekturphase hatten, die wir in beiden Bullruns vorher nicht hatten. Aber solange wir diese gelbe Linie nicht nach oben hinnehmen, müssen wir damit rechnen, dass wir nochmal ein weiteres Stück herunterkommen. Be aware, be prepared, ne? Aufpassen, es kann alles passieren. So, das hätten wir jetzt hier so anlegen müssen. Das tut mir leid, ja, das genau zu machen. So. Ab dem Tief beginnt die Phase 2. Das heißt, von hier aus geht es dann wahrscheinlich nur noch so erstmal ordentlich hoch. Oktober, November, Dezember. Sehr, sehr bullische Monate für Bitcoin. September eher schlecht. Das war 2013. Was ist denn jetzt 2017 passiert? 2017 ist wieder etwas sehr, sehr Ähnliches passiert. Wir haben einen Drop gekriegt in den ersten 3 Tagen von 19%. Es ist alles sehr, sehr ähnlich. 2013 20%, 2017 19%, 2021 20%. Alles sehr, sehr exakt, ungefähr gleich. Danach haben wir in 3 Tagen bis zum 8. September wieder 15% aufgeholt. Ja, sprich von hier habe ich gesagt, 19% runter in 3 Tagen. Danach 15% aufgeholt. Das Ganze in ebenfalls 3 Tagen. Das war sehr, sehr schnell. Und danach, Leute, haben wir es nicht geschafft, von diesem Fibonacci, von diesem Absturz hier, sage ich einfach mal, über das 0,6er zu schließen. Nein, wir hatten einen Spike über das 0,6er und sind dann runtergekommen. Und auch hier sind wir hart runtergekommen. Das war nicht easy peasy. Nein, wir haben es nämlich dann ein Minus von 36% in weiteren 7 Tagen gemacht. 36% von hier in 7 Tagen. Dann würden wir hier landen. Das scheint mir dieses Jahr deutlichst unrealistisch. Ganz ehrlich, deutlichst unrealistisch. Na? Wir haben schon lange ein Szenario eingeschrieben. Das ist das hier. Na? Darauf komme ich gleich zurück. Das hier scheint mir unrealistisch. 36% nochmal runter auf ungefähr 30.000. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wenn doch, dann werden wir böse, böse schreien. Von hier unten fing dann die Phase 2 an. Genau wie 2013 entwickelt sich die Phase 2 ungefähr so. Der Gesamt-September belief sich das Minus auf minus 11,5%. Das habe ich gerade bereits gesagt. Jetzt gehen wir zurück auf diese Nummer, die wir jetzt aktuell schon über 2-3 Wochen. Dafür gibt es ein Video. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Das habe ich jetzt gerade natürlich nicht, aber später, wenn ich das mache, habe ich das hier oder hier irgendwo eingeblendet. Das würde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Geben wir zurück jetzt auf unsere Prognose. Machen wir das ganz einfach so. Das hier sind Durchschnitte, die ich vorher mir schon aufgeschrieben habe. Durchschnitte von 2013 und von 2017. Ja, dass wir hier eine Korrektur kriegen, das habe ich eingezeichnet. Da müsste ich nachgucken. Es ist jetzt aber bestimmt schon 1,5 Wochen her. Da habe ich das eingezeichnet, dass wir hier eine Korrektur bis hier unten hatten, dass wir dann hochlaufen, ungefähr
14 Tage, es kann auch ein bisschen weniger sein, und dann eine erneute Korrektur kriegen. Und das hier sind Durchschnitte. Das heißt, es könnte sein, dass wir hier bis letzte Septemberwoche doch nochmal einen guten Dip kriegen werden. Und wir sehen kein neues, ja, Hoch, höheres Hoch als unser lokales Hoch bei 52.000 vor ungefähr Mitte Oktober. Wir sehen sowieso gar kein neues Hoch, bevor wir nicht unsere gelbe Linie hier nach oben hin brechen. Und diese gelbe Linie ist absteigend und ja, ist verläuft Ende September hier bei 51.000. Wenn wir die gelbe Linie überspringen, das Ganze als Support bestätigen, über diesen Punkt hinausgehen, okay, dann müssen wir so schnell wie möglich, dann werde ich so schnell wie möglich mein Geld in diesen Trade hineinballern, dann ist die Welt wieder vollkommen in Ordnung. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, was ich euch damit sagen wollte, ob das einigermaßen klar war, aber wir müssen oder wir sollten wirklich auch immer nach unten gucken und uns darauf vorbereiten, dass es auch mal zwischendurch auf die Kappe gehen kann. Und das ist gut, das ist gesund. Wenn wir nicht in einem Long drin sind, können wir uns das ganz gemütlich von der Seitenlinie angucken, zugucken, wie wir herunterkommen und möglicherweise einen richtig schönen neuen Long-Einstieg kriegen. Wenn wir nämlich jetzt hier einfach nur angenommen wirklich so etwas machen und das geht so, ne, so, dann haben wir doch eine wunderschöne Möglichkeit, eine neue Long-Linie einzuzeichnen, wenn wir uns hier drauf sitzen, einen netten Long-Einstieg zu finden, bis wir dann hier an diese gelbe Linie kommen. Von daher sollte uns das eigentlich in die Karten spielen, wenn wir ein bisschen herunterkommen. Wir sind alle dafür prepared, dass es nochmal runtergehen kann, darf und von mir aus auch soll, um einen günstigen Einstieg zu finden. Ja, deswegen haben wir Stop-Loss, deswegen gucken wir auch immer nach unten, wie das Ganze gehen kann. Und ja, ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich für euch war.